Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, ich habe mich jetzt einmal kurz leer gemacht. Das nächste Ziel ist die USS Ozymandias. Und ich habe mir jetzt die Axt, also den Amputierer, voll aufgewertet. 42 Schaden, Gegensatz zu der alten, wären zwei... Waren 34 oder 35 Schaden. Also ein klein wenig mehr Schaden macht sie schon. So, mal gucken hier. Wir haben hier unten Myalurks. Ich bin ja auch ein Nahkampf-Skills Maximum. So, mal gespannt, wie sich das anfühlt. So, noch nicht. Jetzt. So. Drei Schläge kriegen wir hin. Und wir brauchen nur einen. Den habe ich eigentlich gar nicht mal angewatzt, aber danke, mysteriöser Fremder. Dann wollen wir jetzt mal da hinten hin. Wie gesagt, Nahkampf ist zwar nicht so immer mein Fall, wenn man so langsam ist, vor allen Dingen nicht so. Das ist ja das Einzige, was mich so an 3 stört, dass man halt nur gehen kann, maximal. Da ist man halt schon ein bisschen was Schnelleres mittlerweile gewohnt, aber ansonsten ist das eigentlich nichts Verkehrtes. So, dann wollen wir mal gucken hier, was haben wir denn hier Schönes an Bord? Die einzige Blechdose. Na gut. War sonst noch was? Sieht nicht danach aus. Bis zum Altmetall. Ist er. Oh. Mhm. Natürlich wieder eine Kernspaltbatterie. Noch eine. Ja gut, war nur ein kleiner Lootort. Jetzt will ich aber wissen, ob das Ding vielleicht leckgeschlagen hat oder irgendwas. Und wir hier jetzt noch irgendwie was finden können, mit dem wir reingehen können oder so. Nee. Schade. Na, es war jetzt nicht so cool, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Hm. Ah, vielleicht kommt da ja nochmal was. Und wir brauchen einfach nur den Schnellreisepunkt. Ja gut, das war jetzt wohl eher ein Satz mit X. Das war wohl nix. Dementsprechend machen wir dann gleich mal weiter. Wir haben jetzt noch Hütte von Marjorie. Na, dann gucken wir doch mal. Die müssen wir ja von hier aus direkt ansteuern können. Ach, sogar eine Brücke. Ja, komm. Dann gehen wir jetzt auch mal über die Brücke. Können wir ja mal ein paar Hinterwäldler begrüßen gehen. Ich mag die Sumpfbubbles. Okay. Gleich Munitionskasten. Splitterminen. Splittergranaten. Will das Spiel mir irgendwas sagen? Nee, ich spiel mal mehr mit Granaten. Okay, mach ich demnächst. Bei der nächsten Gelegenheit wechsle ich auf die Granaten und schmeiß sie einfach mal. So. Ich spiel noch ein bisschen Holzfäller. Und dann passt das. Gut, ah, da haben wir irgendjemanden. Das hört sich schon mal da total daneben. So, den ersten Randalierer haben wir. Wo hast du das Plasma her?
Herr Schmuggler. Na, wer die bessere Axt, ha? So, die schießen immer noch auf mich. Na, warte. So, jetzt mal mit Watz ran. Ja, jetzt. So. Das Gute ist, man kann immer gleich looten. Na, warte doch. Also ohne Watz ist die deutlich stärker als mit Watz, ne? So, jetzt sind wir bei der lieben Marjorie. An der Hütte. Aber bevor wir reingehen, natürlich in alter Manier einmal außenrum alles wegnehmen. Ich werde hier nicht mehr wegkommen. Um Gottes Willen. So, hier haben wir nochmal eine wilde Plumber. Wie viele leere Whiskyflaschen hat sie denn hier? Na, wenigstens noch eine doppelläufige Schrotflinte. Schwarzbrennerhütte. Aha. Ich denke, wir sind hier bei Marjorie an der Hütte und nicht an der Schwarzbrennerhütte. Nochmal ganz viele Gläser. Hier geht's auch in die Schwarzbrennerhütte. Ja, gut, dann. Sie sehen nicht wie ein Einheimischer aus, mein Sohn. Könnten Sie einer kranken Frau vielleicht etwas helfen, wieder auf die Beine zu kommen? Sind Sie krank? Was fehlt Ihnen denn? Es ist wohl das Blaufieber. Oh, mir ist so schwindelig im Kopf. Ich habe genug Krankheiten behandelt, um zu wissen, dass es kein Blaufieber gibt. Das ist jetzt aber schrecklich unhöflich von Ihnen. Sie tun doch nur so, und das wissen wir beide. Kommen wir also zur Sache. Naja, ich... Ach, egal. Sie haben mich durchschaut. Aber passen Sie auf. Wir haben beide was davon, wenn Sie mir helfen, Tonikum herzustellen. Reden wir über dieses Tonikum. Es ist ein geheimes Familienrezept, schon seit Generationen. Helfen Sie mir, etwas davon zuzubereiten, indem Sie die Zutaten zusammensuchen. Sie bekommen was davon ab. Und 300 Kronkorken lege ich auch noch drauf. Was ist in diesem Zeug genau? Wissen Sie was? Probieren Sie mal. Das ist nur ein Rest, aber ein oder zwei Schluck müssten es noch sein. Sicher mehr als genug, um sie umzustimmen. Fusel. Okay, ich beiß an. Was brauchen wir? Verschiedenes. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie die Einzelheiten ausarbeiten wollen. Mhm. Ein Löffel Whisky. Kernspaltbatterie, deswegen finden wir die ganze Zeit wie so bekloppt. Okay. Ich bin bereit. Ich muss nur wissen, was wir für das Tonikum brauchen. Es sind nur ein paar Zutaten, aber ich mache immer größere Ladungen. Deswegen brauchen wir von jeder Zutat eine ordentliche Menge. Wir brauchen Punga-Früchte, Hefe und ein paar Kernspaltungsbatterien. Für den richtigen Pfiff. Wir brauchen Punga-Früchte. Wir brauchen viele Punga-Früchte. Die, die diese Verrückten in der Kirche anbauen, sind am besten. 10 genügen. Aber das wird sie etwas kosten. Wilde Früchte eignen sich auch. Aber dann brauchen sie doppelt so viele. Ich habe Hefe dabei. Ich verstehe. Herzlichen Dank. 3 Hefe.
Reden wir übers Tonikum. Wir müssen die Zutaten zusammensuchen. Batterien für den richtigen Pfiff? Behalten Sie das am besten für sich, mein Kind. Unsere Geheimzutat gibt dem Familientonikum den richtigen Pfiff. Wir brauchen nur etwas Batteriesäure. Ach, sehen Sie mich jetzt doch nicht so an. Meinen Sie denn, ich wäre noch am Leben, wenn es nicht sicher genug wäre? Bringen Sie mir 6 Kernspaltungsbatterien für die Mischung. Okay. Wechseln wir das Thema. Ich dachte schon, Sie würden niemals darum bitten. Der Destillierapparat kann repariert werden. Ach, wirklich? Und ich nehme an, Sie wissen, wie man das bewerkstelligt. Ich kann alles in Ordnung bringen, aber ich will 200 Kronkorken dafür. Gut, einverstanden, Liebes. Aber wehe, wenn das Tonikum danach nicht besser ist. Okay. Wusste noch nicht mal, dass sie eine kaputte Destille hat. Am alten Destillierapparat sind zwar einige Teile locker und ein paar Stellen rostig, aber mit der erforderlichen Fähigkeiten könnte man ihn reparieren. Reparieren 44. Führen Sie die notwendigen Reparaturen durch. War's das schon? Der Destillierapparat zum Brennen von Fusel ist zwar alt, aber für sein Alter in einem hervorragenden Zustand. Danke, dass Sie den Destillierapparat repariert haben, mein Kind. Bei diesem Preis hoffe ich aber, dass das Tonikum jetzt wie Honig schmeckt. Okay. Ich will mehr über Sie erfahren. Warum? Ich bin doch nur ein normaler Mensch. Was soll da interessant dran sein? Was halten Sie von Point Lockout? Großartig ist es nicht gerade hier. Aber wo ist es das schon? Meine Familie lebt schon seit lange vor dem Krieg hier und wird wohl noch ein Weilchen bleiben. Warum haben Sie vorgegeben, krank zu sein? Und ich dachte, Sie wären einer, der nicht so oft auf der Leitung steht. Wenn Sie nicht so eine gute Seele oder zumindest ein tüchtiger Kerl wären, hätten Sie mich doch auf der Stelle erschossen. Haben Sie den Destillierapparat selbst gebaut? Dieses alte Ding ist schon seit Jahren und Jahrzehnten in Familienbesitz. Lange vor den Bomben gab es mal eine Zeit, in der das Tonikum gesetzlich verboten war. Meine Familie aber hat es den Leuten trotzdem besorgt. Wechseln wir das Thema. Ich dachte schon, Sie würden niemals darum bitten. Ich muss jetzt los. Lassen Sie sich mal wieder blicken. Ja. Gut, hier dürfen wir nichts mitnehmen. Würde als Diebstahl zählen. Das heißt, wir besorgen ihr jetzt mal den anderen Rest, den wir jetzt noch brauchen. Wir haben ja jetzt Zuchtpungas oder 20 wilde Punga. Na, mal gucken, wie viel wir jetzt mitschleppen können. Also, wir brauchen Hefe, wir brauchen Batterien. Das heißt, wir machen uns am besten einmal leer. Dann nehme ich auch mal die Axt dann gleich raus. Nimm nochmal kurz das angepasste Biogel. Kriegen schon die ganze Zeit schon wieder Strahlung ab hier. Ich sollte mal ein Redway nehmen. So. Immer diese ganze Strahlung hier. Das heißt, um viel jetzt mitschleppen zu können, legen wir jetzt mal so viel wie möglich ab. Das heißt, ich nehme jetzt nur noch eine Waffe mit. Kampfrüstung, die Hüte müssen noch ab. Das Bier, das Blutpaket, Cram, Mylurk, der Fusel, ja, legen wir erstmal ab. Menschenfleisch, Salisbury, den Whisky und die wilde Pungafrucht, die brauchen wir ja. Bezüglich, wir könnten eigentlich auch die jüngere nehmen, aber wir können auch die Zuchtpunga nehmen. Nehmen wir die Zuchtpunga. So, ich nehme mal 100 Stück mit. Davon brauchen wir ja nur weniger. So, dann muss ich jetzt hier nochmal kurz leer machen. Angelruten.
Blechdosen, Dampfanzeige, die Whiskyflaschen. Der Hammer, Handharmonika, hier haben wir noch Hefe. Hundenapf. Drei Batterien haben wir ja schon im Inventar. Dann nehmen wir gleich nochmal ein paar mehr mit. Und auch nochmal ein bisschen Hefe. Leere Whiskyflaschen. Schachtel Zigaretten, Schnapsgläser, Schneidebretter, Staubsauger, Teddy-Topf. Oh, einen Wettstein haben wir auch gekriegt. Gut. Das heißt, jetzt Hefe. Unter H werde ich das ja... Naja, nicht unter Hilfe werde ich es nicht finden. Das war Sonstiges. Und dann unter dem Wort H. 55 Hefe kann ich nicht mal mitschleppen. Gut, machen wir... Was brauchte ich immer? 3? Gut, schmeiße ich erstmal komplett die Hefe rein. Und nehmen wir mal 30 mit. Okay. So, und jetzt bei den Batterien. Da haben wir ja ordentlich welche gesammelt. Ich kann aber nur noch, glaube ich, 10 Stück mitnehmen. Weil wir sind schon drüber. Verdammt. 5 Kilo. Wie kriege ich jetzt noch 5 Kilo hin? Ich könnte die Nuka-Cola noch abschmeißen. Ich könnte den... Na, machen wir Hälfte. Machen wir Hälfte hier. Hälfte Punga-Früchte. Damit ich davon ein bisschen mehr mitnehmen kann. Von den Batterien. Und auch hier. Wo ist die Hefe? Da. Machen wir davon 15. Und jetzt nehmen wir uns noch mal ein paar Batterien mit. So. 2 kriegen wir noch mal mit. Jetzt sind wir 4... kriegen wir nicht mehr mit. Dann bin ich 4 drüber. 24 haben wir. Was hat sie gesagt? 6, ne? Wir könnten den Hinterwäldler noch mal kurz auswechseln. Und dafür den Atomisierer erstmal einpacken. Dann bin ich nicht überlastet und kann alles so mitschleppen. Dann wollen wir es mal abgeben. So. Na, wenn das nicht mein allerliebster Fremdling ist. Reden wir über das Tonikum. Wir müssen die Zutaten zusammensuchen. Sind das genug Punga-Früchte für Sie? Wie ich sehe, haben Sie den Zuchtfrüchten den Vorzug gegeben. Das ist gut für Sie, mein Kind. Reden wir über das Tonikum. Wir müssen die Zutaten zusammensuchen. Batterien habe ich. Das habe ich mir gedacht. Diese Dinger stinken entsetzlich, nicht wahr? Na, dann will ich sie Ihnen jetzt endlich mal abnehmen. Wie sieht es mit dem Tonikum aus? Es köchelt schön vor sich hin, Schätzchen. Das dauert etwa einen Tag. Warum kommen Sie nicht später wieder? Ach so, das dauert einen ganzen Tag. Na gut, dann würde ich sagen, ganzer Tag. Warten wir mal ein bisschen ab. 24 Stunden ist ein Tag. Und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten. Und finito. Tolle Sache, mein Kind. Das Tonikum wurde gebraut und abgefüllt. Hier haben Sie Ihren Lohn und Ihren Anteil. Viel Spaß damit. 6 Flaschen Fusel und 300 Kronkorken. Können wir noch eine Ladung Tonikum machen? Sie haben es ja mächtig eilig, was? Der Destillierapparat musste mal durchgelüftet werden. Kommen Sie später wieder. Okay, ich muss jetzt los. Lassen Sie sich mal wieder blicken.
Na gut, dann wollen wir mal gucken. Dann muss ich ja jetzt den Rest wieder ablegen. Ich denke mal, da können wir uns dann nochmal mit Fusel machen. Immer so im Abstand. Was gab Fusel jetzt? 2 Charisma, 2 minus 2 Intelligenz und plus 2 Stärke. Also im Endeffekt nichts, was wir gebrauchen können. Das sind so andere Effekte. Stand da noch irgendwas? Oder ist es einfach nur, um sich zu besaufen? Es ist an und für sich nur, um sich zu besaufen. Ja, ist ein bisschen schade, dass es gelockt ist. Sonst hätte ich das ja gerne die ganze Zeit mitgesoffen, um mir den Vorteil zu holen. Aber so bringt mir das natürlich wenig. Also ich sehe, ich hatte noch Meierlöckfleisch im Inventar. So, dann kann hier der restliche Zuchtpunger rein. Die 18 Batterien, die kann da wieder rein. Schade, ich dachte, ich kann mehr hintereinander machen. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. So, dann nehmen wir uns jetzt hier mal... nee, nicht den Amputierer. Wo ist er dann? Den Hinterwäldler. Wieder raus. Die macht eigentlich richtig Laune, die Waffe. So. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hingehen können. So, jetzt waren wir hier oben bei Margies Hütte. Dann könnten wir doch zum Müllhaufen. Müllhaufen klingt müllig. Okay, warum blinkt da einer? Ich habe keine Ahnung, aber auf zum Müllhaufen. Einmal durch den Sumpf warten. Ein bisschen Matsch an der Rüstung macht uns nichts. Nur Stahlbüsche sind gefährlich. So, Punga, Punga, Punga. So, mal gucken. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Also ich sehe, hier hatten wir sogar schon jemanden mal erschossen. Und dann gucken wir uns mal beim Müllhaufen um. Müllhaufen. Ja, ein bisschen Red. Oh, ein Safe. Mit jede Menge Zeug und noch mehr Batterien. Na gut. Aber soweit nichts Besonderes. Einfach nur ein Müllhaufen. Der Safe ist auch schon leer. Ach, da ist sogar noch eine Mini-Atombombe drin, die man nicht sehen kann. Okay. Sonst ist hier nichts. Halt nur ein Müllhaufen. Aber wenigstens nochmal schöner Müll. Gut, dann hätten wir die Fallenstellerhütte. Und da vorne ist noch irgendwie eine Hütte. Ja, wollen wir doch mal da vorne zur Hütte. Spielen wir mal Krokodil. Mhm. Hier ist nichts Interessantes, bis auf kleine Poppelblasen hier. Ja, Poppelblasen. Hui, das hat mich sogar noch mit erwischt. Ah, Turtle-Spielzeug halt. So, dann gucken wir mal. Ne, Fallenstellerhütte möchte ich erst runter. Da möchte ich jetzt als erstes hin. Die guten alten Fallensteller. Ob wir jetzt hier auch tolle Taktiken lernen? Ah! Ich wollte sie gerade entschärfen, aber da stand ich schon drin. Gut.
geht in den Keller. Alter, ja, Fallensteller, ne? Und so. Mach die Fallen aus hier, wenn ich nach Hause komme. Gut, ein bisschen was zu essen. Whisky und eine Doppelläufige. Aha. Hallo, Randalierer. Tschüss, Randalierer. Auch die haben hier eine halbe Brennerei, so viel Flaschen wie hier drin sind. Gut, danke für deine Hefe. Stealthball ich da noch. Können wir sogar neu scharf machen hier, aber eigentlich wollte ich die Zündflamme und dahinter das Jet. Nichts tun. Das Bier nehmen wir uns auch nochmal mit. Hui und tschüss und weg. Gut, Kühlschrank ist geplündert. Fallensteller halt. Okay. Die perfekte Falle, um Turtle abzulenken. Wir schmeißen ihn einfach ein bisschen Blechdosen. In den Schrank. Jetzt kurz nachladen. Dann wollen wir nochmal in den Keller gehen. Okay. Gut. Ich weiß so nicht, was ich davon halten soll. Außer, ja, die hatten hier ihren Spaß. Na gut, dann gucken wir erstmal hier. Todeskrallenklaue. Hundefleisch ohne Ende. Also verhungern tue ich hier in dem DLC definitiv nicht. Und bin immer batterienmäßig aufgeladen. Die scheinen ja wirklich alles gefressen zu haben. Alles, was essbar ist, wird gefressen. So. Kann man nochmal scharf machen. Aber trotzdem Schraubenschlüssel. Hm, wenigstens nochmal ein bisschen Munition. Ach hier. Ne, ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn da jetzt rein? Jetzt habe ich sie alle gegeneinander aufgespielt hier. Jetzt wollen wir auch mal gucken hier, was sie alle so bei sich haben. Und der Jackpot ist Geld und Saves. Oh gut, nichts Interessantes. Hier ist auch nochmal leicht, aber der ist ein bisschen größer.
Nee, ich habe ja immer Hoffnung, dass da noch irgendwie was ist. Oh, überladen. Na gut, können wir irgendwie ein bisschen was zusammenmixen? Bestimmt, bestimmt. Guck mal, 32er Pistolen, 10 mm. Eine können wir sogar voll machen. Doppelläufige Schrotflinten. Ja, das dürfte schon gepasst haben. Ja gut, das war das jetzt hier. Habe ich sogar noch einen Staubsauger mitgenommen. Naja, leise Tritter, ne? Ich tritt genauso leise. Und wer hat denn hier Minen hingesetzt? Die sind neu. Na gut. Hatz. Und da hinten ist er. So, zwei Crit, komm. Ich glaube, ich habe sie alle. Und ich sehe schon wieder eine Mine. Gut, dann nehme ich euch jetzt hier nochmal mit. Muss nur aufpassen. Hier haben die Bärenfallen durch Minen ersetzt. Aha. Aha. Oh, gerade in dem Moment ist man dann überladen. Gut, jetzt machen wir hier nochmal doppelläufige zusammen. Haben wir sonst noch Messerchen? Wir haben jede Menge Schaufeln. Der Hinterwäldler kann auch nochmal eine Reparatur verbrauchen. Passt. Und hier haben wir jetzt so weiter nicht. Ich wollte das gerade und so, ne? Aber zu spät. Gut, hier scheint jetzt aber jetzt auch keine weitere Leiche mehr zu sein. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Bestimmt irgendwo eine im Moor verloren. Oder ans Moor verloren. Aber na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Ich mache mich jetzt hier nochmal voll. Mache mich dann auch nochmal leer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.